Robert Luger, Klubobmann und Bildungssprecher des Teams Dronach, ist am Wort. Reform auf der Tagesordnung. Und wenn man sich genauer anschaut, die Reform, dann kann man selbstverständlich auch Gutes entdecken, keine Frage. Es gibt jetzt erstens endlich einmal die Möglichkeit zu sehen, wo denn tatsächlich das Geld hinfließt, das Richtung Länder fließt, wo die Länder Lehrer anstellen und der Bund nicht einmal weiß, was die machen. Es gibt jetzt diese Transparenz und eine Selbstverständlichkeit wird endlich umgesetzt. Keine Frage, eine gute Sache. Oder auch was die Autonomie betrifft. Hier wurde eine kleine Autonomie gewährt und das ist sicher begrüßenswert. Aber wenn man sich das gesamte Konvolut ansieht und wenn man sich vor allem ansieht, dass wir ein Riesenproblem in der Bildung haben, dass wir ein Viertel haben, die gar nicht lesen und schreiben können, wenn sie aus diesen 9 Jahren rauskommen, bei den höchsten Kosten in der Europäischen Union, dann sieht man, dass es einfach zu wenig ist, was hier passiert. Und auch, dass diese Reform, wo sie doch nur eine ganz kleine Reform ist, erst in 10 Jahren greift, auch das kann uns nicht zufriedenstellen. Das wäre ungefähr so, als wäre man unzufrieden mit der Hausverwaltung, weil das gesamte Haus vom Keller bis zum Dach total desolat ist, von den elektrischen Leitungen bis zur Wasserinstallation. Und die Hausverwaltung entschließt sich nach vielen, vielen Jahren, die Spannteppiche auszutauschen. Genau das machen sie. Natürlich ist das gescheit, neue Teppiche zu haben. Aber es ist zu wenig. Und es ist deshalb zu wenig. Und da sind sie ja selbst auch jene, die das uns auch schon gesagt hat, dass sie sich nicht viel vornehmen wollen. Denn ich habe sie vor ungefähr einem Jahr gefragt, als sie ganz frisch und motiviert waren. Ich habe sie gefragt, wie sie denn mit den 25%, die nicht lesen und schreiben können, nach der Pflichtschule umgehen. Und was ihr großes Ziel in 10 Jahren ist, was sie erreichen wollen als Ministerin. Und sie haben damals gesagt, sie wollen in 10 Jahren das Ganze auf 15% senken. Dass nur 15% aus der Schule kommen, die nicht lesen und schreiben können. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Was Sie hier machen, Sie doktern an der Struktur herum, Sie doktern darum, dort herum, wo im Endeffekt sich nichts verbessert. Und Sie haben im Ausschuss gesagt, Sie hoffen jetzt, dass alles besser wird am Standort, weil ja eine gewisse Autonomie gewährt wird. Aber Hoffnung ist hier zu wenig. Sie müssen jenen, die tatsächlich vor der Klasse stehen, auch die Möglichkeit geben. Und das tun Sie nicht. Das haben Sie auch explizit so gesagt. Sie haben gesagt, nein, es gibt nicht mehr Geld. Die müssen mit dem Geld auskommen, aber sie haben jetzt die Freiheit. So als würde man eine Maurer auf der Baustelle die Maurerkelle wegnehmen und sagen, jetzt hast du die Freiheit, aber Werkzeug bekommst du keines in die Hand. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und deshalb, es wird sich nichts verbessern, nur weil Sie ein bisschen an der Organisationsschraube herumdrehen. Was wir machen müssten, ist im Unterricht nach dem Rechten sehen. Wir müssen dort ansetzen, wo wir wissen, dass die Probleme sind. Und da sind wir bei den 5000 Problemlehrern, die da die Gewerkschaft immer wieder im Mund führt. Die Gewerkschaft sagt das ja selbst, wir haben 5000 Problemlehrer in unserem System. Das heißt, diese 5000 Lehrer stehen vor der Klasse und haben dort gar nichts verloren. Und das ist das Problem, über das wir sprechen müssen. Es hat eine Umfrage gegeben unter Lehrern, und die haben gesagt, das Hauptproblem ist die Disziplin in den Klassen. Und auch hier gibt es keine Möglichkeit, etwas zu tun. Oder der hohe Bedarf an Sprachkursen, wo wir wissen, dass wenn eine Klasse zu 3/4 aus Kindern besteht, die einfach kein Wort Deutsch können, das muss einfach die Qualität des Lernens verschlechtern. Das geht gar nicht anders. Aber auch hier wird weggesehen. Und das ist das Problem. Und das Problem hat ja Struktur. Also für all jene, die es nicht wissen, wie das im Parlament funktioniert. Es kommt eine Idee, egal wie sinnvoll die ist, egal von wem sie kommt. Hauptsache sie kommt natürlich von einer Regierungspartei. In dem Fall sagt die SPÖ vor einigen Jahren, wir brauchen eine Reform. Was sagt die ÖVP? Nein. Warum? Weil das die Länder nicht wollen, weil das die Gewerkschaft nicht will. Und das erleben wir dann Jahre, bei der Bildungsreform schon Jahrzehnte. Und dann wird so lange verhandelt zwischen diesen beiden, bis praktisch nichts mehr übrig bleibt. Bis aus dieser Reform, aus diesem Ansinnen, aus der guten Idee nichts anderes wird als ein Placebo, das man hinwirft und sagt, jetzt haben wir wieder ein paar Jahre Ruhe, weil unsere Reform muss ja erst wirken und da warten wir jetzt einmal 10 Jahre und dann schauen wir und dann können wir immer noch etwas verbessern. So wird gearbeitet. Und
Was die Bildung betrifft, ist hauptsächlich die ÖVP das Problem. Denn die ÖVP blockiert, und das tut sie nicht nur in der Bildung, auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn man sich dann den Basti Fantasti ansieht, unseren Sebastian Kurz, der von allen so hochgelobt wird als großer Messias, der jetzt endlich alles umsetzt, dann habe ich mir gedacht, wir machen noch einmal die Probe aufs Exempel. Der Basti Fantasti hat gesagt, wir wollen die Islamkindergärten schließen. So, und jetzt haben wir einen Antrag eingebracht, den werde ich gleich einbringen, diesen Antrag, wo genau das drinnen steht. Wir würden es nicht gleich schließen, weil das ist wahrscheinlich auch der ÖVP zu wild. Also haben wir gesagt, wir brauchen ein Qualitätskriterium, wonach wir alle islamischen Kindergärten gleich behandeln wie jene, die nicht islamisch sind, nämlich nach Qualitätskriterien. Das würde de facto alle islamischen Kindergärten, die tatsächlich das machen, was wir nicht wollen, nämlich den Koran hauptsächlich lernen und in Arabisch, also hauptsächlich Arabisch sprechen, das wollen wir nicht. Und wenn wir diese Qualitätskriterien einführen, dann können wir mit einem Schlag, ohne islamfeindlich zu sein, das abstellen. Ich glaube, da geben Sie mir recht. Das hat auch der Basti Fantasti so gesehen. Und der, ja, es ist ja euer Messias, was soll ich sagen? Der Sebastian Kurz ist euer Messias, oder habe ich da was falsch verstanden? Der alles besser machen wird. Also werden Sie heute hier diesem Antrag zustimmen, weil Sie werden doch nicht allen Ernstes dagegen stimmen, wenn der Sebastian Kurz sagt, das wollen wir tun. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier im Hohen Haus das abzustimmen. Dann werden Sie doch nicht gegen Ihren Parteiobmann stimmen, oder? Warum Sie das vor? Wollen Sie das? Wollen Sie gegen Ihren Parteiobmann stimmen? Wollen Sie nicht? Also, ich bringe jetzt den Antrag ein, Entschließungsantrag der Abgeordneten Luga, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kindergarten, Bundesrahmengesetz, Fokus auf Werte und Deutschkenntnisse. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Bundesrahmengesetz Kindergarten vorzulegen, das unter anderem Betreiber von Kindergärten dazu verpflichtet, vorgegebene Lehraufträge vollinhaltlich zu erfüllen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die in diesem Gesetz definierten Qualitätskriterien stellen darüber hinaus die Werte unserer Gesellschaft sowie die Beherrschung der deutschen Sprache in den Vordergrund. Eine Selbstverständlichkeit. Da geht es nicht um Schließen. Da geht es nicht darum, was der Sebastian Kurz gesagt hat. Dem machen wir zu. Da geht es darum, dass man die Selbstverständlichkeit umsetzt, nämlich, dass für die islamischen Kindergärten die gleichen Qualitätskriterien gelten sollen wie für die österreichischen Kindergärten oder von mir aus auch für die katholischen, was da sonst noch gibt. Also, stimmen Sie doch zu. Werden Sie heute zustimmen? Nein, Sie werden nicht zustimmen. Und wissen Sie, warum Sie das nicht tun? Weil in Wahrheit der Sebastian Kurz immer nur ankündigt und verspricht, nur um gewählt zu werden, um Kanzler zu werden. Und dann nach der Wahl haben wir wieder genau den gleichen Schmonzes, den wir jetzt auch seit Jahren und Jahrzehnten erleben. Nämlich, dass man sich gegenseitig blockiert und in Wahrheit nur darauf trachtet, an der Macht zu bleiben. Und dann mit anderen Vorzeichen. Dann haben Sie den Kanzler und die anderen den Vizekanzler. Und dann machen wir wieder das gleiche Spiel und dann dreht sich das wieder um und alles bleibt beim Alten. Und deshalb machen wir heute diese Nagelprobe. Und ich bin schon gespannt, ob Sie zustimmen, weil wenn Sie nicht zustimmen, haben Sie den Beweis geliefert, dass der Sebastian Kurz gar nicht will, sondern nur gewählt werden will. Aber in der Sache will er nichts umsetzen. Und das ist das Problem. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht mit in Verhandlungen.